Du bist doch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFACoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp. Aber bevor wir damit starten, möchte ich euch noch sagen, dass ich diese Woche wahrscheinlich einen Charity-Stream machen werde. Das heißt, ich werde von Freitag bis Sonntag streamen. Natürlich nicht durchgehend, aber ich werde Freitag, den Nachmittag und Abend wahrscheinlich streamen. Dann Samstag in der Früh und am Abend. Zum Mittag habe ich dann Match. Also mal schauen, wie sich das ausgeht. Und am Sonntag werde ich wahrscheinlich dann auch noch streamen. Und ich werde versuchen, jedes Spiel in der Weekend League zu machen. Also alle 40 Spiele, vorausgesetzt, ich qualifiziere mich natürlich für die Weekend League. Und dazu gibt es eben den Charity-Stream, das heißt, wenn ihr spendet, dann leite ich das direkt weiter an eine Hilfsorganisation, das heißt, wir sammeln Geld für den guten Zweck und ich spende das dann und da könnt ihr auf jeden Fall dann natürlich spenden, falls ihr irgendwie für den guten Zweck sowieso was spenden wolltet oder so, dann könnt ihr das gerne über mich machen. Es wird natürlich immer ganz, ganz wenig abgezogen, wenn ihr über Tippestream spendet, aber das werde ich mit meinem eigenen Geld ausgleichen, sodass wirklich die Geldmenge, die ihr gespendet habt, direkt weitergeleitet wird an irgendeine Hilfsorganisation. Und dann würde ich euch eben auch noch bitten, dass ihr Hilfsorganisationen, die ihr für gut empfindet, in den Chat, also in die Kommentare kurz reinschreibt. Und ich würde sagen, einfach die Hilfsorganisation mit den meisten Daumen nach oben wird es dann, oder die Hilfsorganisation, die mir auch persönlich am meisten zuspricht. Ihr könnt da natürlich jetzt Caritas reinschreiben, Kinderdorf oder sonstiges. Also falls ihr da irgendwelche guten Organisationen kennt, dann schreibt die bitte mal in den Chat rein und wahrscheinlich wird dieser Stream eben stattfinden. Es ist nicht zu 100% sicher, aber zu 90% mach ich diesen Charity-Stream eben am Wochenende und ich denke mal, das ist eine ganz coole Sache. Und ja, dann starten wir jetzt direkt rein mit dem Trading-Tipp. Also wie ihr hier schon sehen könnt, ihr könnt im Moment sehr, sehr gut investieren in Fitnesskarten, und zwar seht ihr hier, dass die so 800 Münzen wert sind. Also ihr könnt die auf jeden Fall auch für 750 bekommen, wenn ihr da weit genug nach hinten scrollt. Wieso sind die im Moment so wenig wert? Wegen dem Mondneujahr. Und zwar ist ja gerade dieses Event mit dem Mondneujahr und deswegen werden ganz, ganz viele Packs gezogen und deswegen sinken gerade alle Spieler und Fitnesskarten. Ich habe ja auch schon in Informs investiert und eben jetzt auch in Fitnesskarten. Ich zeige euch das Ganze mal. Also ihr könnt ihr auf jeden Fall für unter 900 Münzen da kaufen und die sind dann nächste Weekend League höchstwahrscheinlich so 1400 oder so wieder wert. Also ich würde euch raten, die dann nächsten Samstag zu verkaufen. Da dürften die eigentlich am meisten wert sein, denke ich. Ja, und da könnt ihr eben investieren. Ihr könnt ja so viele in den Verein packen, wie ihr wollt. Und ihr seht es hier, also die kann man ja für 800 Münzen bekommen, wenn man eben weit genug nach hinten scrollt. Ich habe hier 85 Fitnesskarten und die werde ich, denke ich, nächste Weekend League dann verkaufen. Und ja, Freunde, dann war es das jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Also investiert auf jeden Fall in Fitnesskarten, das dürfte aufgehen. Und vergesst nicht, Hilfsorganisationen in die Kommentare zu schreiben und ich hoffe, ihr seid dann beim Stream dabei, wenn ich ihn mache. Wie gesagt, ist es noch nicht so 100% sicher, aber wahrscheinlich werde ich den dieses Wochenende machen. Und ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.